Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf der Rhein-Hessen-Map. Ich bin der Shorty von der Test-Area. So, Gras ist angepflanzt. Nachdem ich gesät habe, ist mir aufgefallen, wir müssen noch kalken und walzen. Gott sei Dank hat das funktioniert mit kalken und walzen, auch direkt nach dem Ansehen. Hier stimmt es mit der Düngerstufe leider nicht ganz. Das liegt aber an der Grundbeschaffenheit der Felder. Da war ja vorher was anderes drauf. Hier sind wir halt Düngestufe 100%, aber das werden wir in Zukunft durchs Striegeln ja sowieso bei dem Gras erreichen. Mir war nur wichtig, dass wenn wir hier später das Gras ernten, nicht ständig die blauen Meldungen haben, dass wir irgendwas noch machen müssen, denn bei Gras ist dann nichts mehr mit Walzen oder Kalken, ne? Dass diese Meldung weggeht. Ja, da oben unser Roggenfeld ist auch angesät, fertig, und ja, ich bin jetzt nicht zu allem gekommen, aber das ist jetzt so im Ansatz, denke ich mal, nicht so wild. Ich habe noch ein bisschen Geld ausgeben müssen, fällt mir gerade ein. Da. Ich habe noch die Walze geholt, der 12 Meter Schmuckstück. Muss natürlich noch einen Striegel besorgen wegen Unkraut. Aber ich habe jetzt 35.000 auf dem Konto und es droht Regen. Das bringt dir gar nichts mehr. Ich möchte gerne erstmal wieder vorspulen. Jetzt ist die Frage, spule ich einen Tag vor oder spule ich zwei Tage vor? Ich habe noch keine Tiere, um die ich mir Sorgen machen muss. Und selbst wenn, werde ich mir später nicht so viele Sorgen um die Tiere machen. Moment mal, ich hatte eine Überlegung. Haben wir denn irgendwo schon einen Schafstall stehen? Das ist noch so eine Überlegung von mir. Nee, es sieht nicht so aus. Ach, wir machen das viel einfacher, um rauszukriegen, ob wir einen Schaf... Ja, dass sich nicht hier speichern lässt, ne? Jetzt. So. Anwenden muss ich drücken. Haben wir... Mach mal zu hier. Felder, Gewächshäuser, Hof, Kuhstall. Händler, Industriepark, Gartenproduktion, Produktion Tiere... Silage und Tierfuttermixer Süd. Nein. Wir müssen... Also... Zwei Schafstelle. Ne? Ihr wisst das. Zwei Schafstelle auf jeden Fall. Ballenwickler haben wir. Um dann Gasballen aufzumachen. Der steht da in der Ecke. Wir brauchen noch einen Zetter, weil wir eventuell noch Heuballen machen müssen. Ihr kennt das noch, ne? Mit den Ballen aus der Franzosen-Map. Da konnte man die Schafe sehr gut mit bedienen. Mit den Kühen wird das anders aussehen diesmal. Aber noch haben wir keine Tiere. Wir müssen erstmal weiterkommen hier. Ich habe jetzt schon fast vier Minuten wieder gequatscht. Ohne dass was getan ist. Ich werde jetzt zweimal vorspulen. Ich weiß, beim Roggenfeld muss noch gestriegelt werden, muss noch nachgedüngt werden, aber das lasse ich jetzt mal in der ersten Runde hier aus. Ich spule jetzt einfach mal zwei Monate vor. Kraft eigener Arroganz, damit wir schon mal was mit dem Gras machen können. Nicht wahr? So. Ach, guck mal. Zwei Monate vorgespult, fast 400.000 auf dem Konto. Also das ist hier, ne? Das Windrad. Das Windrad macht schon Geld. Jetzt muss ich mir mal was überlegen zu den Produktionen. Halt. Obwohl, ja, nein, doch, vielleicht. Weiß ich nicht. Kompost. Kompost bleibt alles auf Direktverkauf. Das ist schon in Ordnung so. 960 pro Monat. Ich lasse das einfach mal an. Obwohl, wenn da nichts drin ist.
Komm, wir deaktivieren das. Es gibt nämlich Menschen, die schreien sonst wieder, yeah, Geldverschwendung. So, als erstes will ich an die Mischration dran. Gras-Silage. Die Silageproduktion ist auf Geld getrimmt. Was wir brauchen, ist nämlich erstmal Stroh. Also kann ich die Silage auch weiter auf direkt verkaufen lassen. Multiproduktion ist aus. Getreidemühle. Da hat man mich gefragt. Ja, das ist eine Getreidemühle, die ist nicht Standard. Die gehört zu dieser Map. Deshalb kann die zum Beispiel auch Roggen und Sorghumhirse verarbeiten. So. Honig. Das läuft hier ziemlich gut, würde ich sagen. Steht auf Direktverkauf. Dann werden wir da auch gutes Geld mit verdienen. Zur Not, wenn es zu voll wird, muss ich dann wohl einen Bienenstock wegnehmen. Das sehen wir dann, aber der Trigger müsste leer sein, ne? Ja, der Trigger ist leer. Ja, Schafe. Warum Schafe? Schafe ist easy, ne? Du fütterst die Schafe mit Gras und dann kriegst du Wolle und mit Wolle kannst du viel anfangen. Ich habe jetzt nur noch keine Ahnung, wenn, wo Schafe dann hingesetzt werden können. Und jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Und zwar der Drescher. Ich habe eine Stelle gefunden, wo ich einen Unterstand hinbauen könnte. Für den Drescher. Ich mach hier mal an. Stell mich hier mal hin. Und zwar hier. Hier so zwischen. Da, also, ne? Gucken wir mal, was wir für Hallen zur Verfügung haben. So, wir. Eigentlich bleibt nur die hier. Und die ist halt auch schon ziemlich groß, ne? Und ich würde die dann auch so rumbauen. So. Möchte die schon so drehen, auch dass sie relativ gerade ist. Ja, so kann ich es lassen. Und würde die dann hier so hinstellen. Ich hoffe, das passt. Jetzt hat er die, also das, was hier lang fährt, passt noch da vorbei. Jetzt hat er die quasi noch in den Boden gestampft, die Halle. Ach, du ahnst es nicht. Naja, hier kommt alles dran vorbei, hier auch. Das fand ich jetzt nicht so toll, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, auf jeden Fall soll da der Drescher parken. Und zwar, ich muss jetzt mal schauen. Du kannst rückwärts auch ruhig schneller fahren. Naja. Wenn er denn will. So. Hier führen zwei Linien an. Das ist die Ausfahrlinie hier. Und von der Ausfahrlinie hier, also wo die rausfahren, ne? So. Von hier. Warum ich die Ausfahrlinie nehme, damit der Drescher auch über den Trigger fährt, den Werkstatttrigger, ne? So, ich würde sagen, erstmal hier parken Drescher. Dann mache ich aus, damit das keine Durchfahrt wird. Das wäre ja ätzend, ne? Und mach hier wieder einen Punkt hin. Von da aus kann der Drescher dann losfahren.
So. Und hier auf Tour gehen. Machen wir alles wieder zu. Standard mache ich auf. Parken mache ich auf. Ja, eigentlich heißt das ja Parkendrescher 01. So. Gell? Ja. Einsortiert hatte ich. Ja, einsortiert hatte ich. Ah. So, jetzt zum Drescher. Wir schmeißen den mal an. Standardgemäß ist ja immer das Schneidwerk ausgewählt, ne? Und dann gehen wir jetzt auf Parken und Drescher 01 und starten. Also der hat hier Schneidwerk 08, Drescher 1%, ne? Hier 2, 3 und 27, 2,7%, so in der Art. Ist auf jeden Fall nicht vollkommen repariert. Und dadurch, dass ich diesen Kurs jetzt so angepasst habe, für mich persönlich, ne, muss er jetzt über den Werkstatttrigger fahren. Damit wird er dann sauber gemacht, lackiert, repariert. Und dann parkt er sich ein. Und dann habe ich auch die Sorge und das Problem gelöst, ne? Seht ihr? Zack, zack. Alles repariert und in bester Ordnung. Stopp. Was ist denn jetzt? Wo will er denn jetzt hin? Da ist doch Parkendrescher 01, oder? Warum wollte er jetzt rückwärts da in die Halle fahren? Muss ich das jetzt verstehen? Ich kann auch mal zur Vorsicht verbinden. So, hier habe ich doch gewählt. Habt ihr das jetzt verstanden? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Probier das jetzt nochmal. Sonst muss ich mir was einfallen lassen, weil das ist ja definitiv hier. Nee, er fährt da nicht rüber, ne? Der will hier zur A12. Warum will er zur A12? Das Ziel ist doch ganz klar hier. Also irgendwas stimmt nicht. So, okay. Machen wir auch hier. Ich muss das nochmal probieren. Irgendwas ist da faul. Und er will schon wieder auf die Parklücke A12. Das ist so aber nicht richtig. Dann muss ich noch andere Maßnahmen anwenden. Das ist ja ein Programmfehler da, ne? Naja, ich löse das Problem schon.
So, jetzt scheine ich das Problem gelöst zu haben. Ich habe einfach noch eine Spur da hinzugefügt. Komplett eine grüne Linie von dem Reparaturträger aus. Also das war ja höchst merkwürdig. Naja, nicht schlimm. So. Dass er sich da so eingebuddelt hat, der Unterstand ist natürlich nicht so prickelnd. So, wie viel Platz hast du nach hinten noch? Ja. Wir können das noch ein bisschen nach vorne ziehen. Und gut. Auf jeden Fall ist er jetzt weggeparkt. Und er fährt über den Reparaturträger. Und überhaupt ist der Ärger jetzt erstmal gelöst. Da passt dann noch ein zweiter, vielleicht noch ein dritter Drescher drunter. Oder mal gucken, was wir noch für Fahrzeuge haben, die wir nicht rückwärts fahren lassen könnten. Ne? Ihr Lieben, das war jetzt ein Krimi. Ich sag es euch. Ich zeige euch das nochmal. Ich habe hier an dem Knotenpunkt eine grüne Linie nochmal angefangen. Und ja. Hey. Und die grüne Linie hier, die geht lang bis hinten hin zum Unterstand, zum Parkplatz vom Drescher. Und dann hat er gemacht, was er soll. Endlich. Boah. Das ist ein Krimi gewesen wieder. Er wollte immer auf dem Parkplatz A12, ne? Immer. Schlimm. So. Wir gucken mal eben nach dem Vorspulen jetzt, wie wir noch mit den Feldern aufgestellt sind. Ist im Wachstum. Ich stehe schon auf dem Feld. Da, Roggen. Wieso ist der Roggen nach 2 Monaten erntereif? Der ist nach 2 Monaten erntereif? Wie geht das denn? Wir haben nur 2 Monate gespult, Leute. Nach 2 Monaten erntereif? Krass. Gucken wir noch schnell unser Gras an. So, auch erntereif und ziemlich hoch schon, ne? Und hier. Ja, auch erntereif. Das ist ja Wahnsinn. Wieso ist denn nach 2 Monaten der Roggen schon erntereif? Na gut, ich will mich nicht beschweren. Wir wissen, was wir nächstes Mal zu tun haben. Den Roggen roggen. haben wir. Wir müssen noch ein anderes Schneidwerk besorgen, obwohl 361.000. Der große Meer ist es jetzt auch. Nee, nein. Wir besorgen. Ach. Wir haben ein Schneidwerk liegen. Wir probieren das mal mit dem Schneidwerk, das wir liegen haben. Wir manipulieren das Schneidwerk noch eben, dass wir ein bisschen schneller damit sind und testen das aus. Gucken wir mal. Aber das war's für heute, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das motiviert mich. Unterstützt meinen Kanal und ihr wisst, ne? Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.